Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Into the Dead, Our Darkest Days. Ja, ich habe ja auch so diverse Newsfeeds von diversen Magazinen abonniert. Weiß gar nicht warum, meistens ist es für mich uninteressant. Aber heute habe ich einen Artikel hierüber gelesen. Der wurde recht reißerisch aufgemacht als das Crossover zwischen Resident Evil und Fallout. Und ich verstehe nicht so richtig, warum. Es ist auch so ein 2,5D-Spiel, wie sie ja mal angesagt waren und immer noch eine recht beliebte Nische sind. Hab mir dann aber den Trailer angeschaut und der war irgendwie schon ansprechend. So ansprechend, dass ich dachte, ich werde mal sprechen. Und dann dachte ich, wir könnten ja mal gemeinsam reinschauen. Ja, und das machen wir jetzt. Los geht's. Das ist die Demo. Ich vergesse es immer zu erwähnen. Habe ich es erwähnt? Demo? Demo. Demo. Demonstration. People of Walton. This is your mayor, John Ward. Hi, John Ward. I want to take a moment to thank y'all for your patience and resolve in these most challenging times. It's that southern spirit, it's that Texas grit that gives me full confidence that we'll not only get through this crisis, but come out stronger on the other side. I only wish I could be here to see it. However, folks, I regret to announce that today I'll be moving my office to a secure spot outside the city limits. Now, no need to go assuming the worst. All right. This move is strictly to facilitate better coordination with our boys in uniform, who are at this very moment putting together a surefire plan to retake our city and eradicate the... Huh? So just hold tight, secure your homes, and I assure you, the tide will turn. God bless you. I'm not sure if anyone out there is still listening to this trash. Nee, ich glaub nicht. But if you are, know this. Nobody is coming to help you. There's no plan. They... Look. What they did, it's wrong. It's all wrong. We are trapped. And staying here isn't an option. You have to get out. Escape the city any way you can. Get out now. Okay, das war überraschend gut als Einleitung. Sehr schön. Was haben wir denn? Wir haben hier Sebastian und Diane. Sebastian ist besser, Stärken-Waffenschmiede, treffsicher, abgestumpft. Okay. Was Schlechtes ist, sehe ich gerade. Weniger Moral. Diane ist unermüdlich, also ausdauernder, optimistisch, verliert also wenig Moral und handwerklich ungeschickt. Wo sehe ich mich? Bei beiden nicht. Muss ich denn... Ach so, das ist das Paar. Ich kann auch ein anderes Paar nehmen, sehe ich gerade. Oder? Nee. Hier kann ich das. Oh, hi. Daryl hat einen eisernen Magen. Kann günstige Nahkampfwaffen herstellen und kann nur Fraß kochen. Und Leo hat im Nehmen. Er leidet im Kampf weniger Schaden. Okay. Und sehr kraftvoller Schwung im Nahkampf, aber sehr schnell hungrig. Und wer seid ihr beide? Getriebe, okay, der Hector kann also, gewinnt mehr Ressourcen, kann leichter Barrikaden reparieren, aber verliert schnelle Erholung. Und die junge Dame hier, Kyla, hat eine kleine Chance im Nahkampf keinen Schaden zu erleiden, stellt mehr Dietriche her und hat weniger Platz im Rucksack. Oh, da habe ich aber ein großes Problem mit.
In der Tat, Mangel ist immer ungeil. Und wer seid ihr? Daphne? Erste-Hilfe-Training. Okay, kann leichter erste medizinische Gegenstände herstellen. So. Kocht ergiebiger, hat aber weniger Angriffsschaden. Und die gute Penny ist ein Klingenprofi, ist schleichbegabt und kann Trauma erleiden. Okay. Oh, wen soll ich denn da nehmen? Also ganz ehrlich, ich finde dieses Gespann am witzigsten. Auf die hätte ich Bock. Ich hätte aber gerne eine Frau dabei. Obwohl, ich hatte in letzter Zeit so viele Spiele mit Frauen. Dann nehmen wir doch mal die beiden Dudes. Die mag ich irgendwie. Da sehe ich mich. Tag, Mittwoch, 20. Ich habe nicht so das Jahr mehr gesehen. Ich bin letzte Zeit immer so ein Videobahn aufnehmen, es tut mir leid. So hat es kein geeignetes Versteck. Die Barrikaden sind marode und es gibt ja kaum genug Ressourcen, um zu überleben. Wir müssen so schnell wie möglich ein neues Versteck finden und dann aus diesem Dreckloch fliehen. Ziel, ein neues Versteck finden und umziehen. Jeder Tag ist in zwei Phasen unterteilt, Tag und Nacht. Während einer Phase kannst du überlebende Stationen zuweisen, um Gegenstände herzustellen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen oder zu plündern. Bestätige Aktionen, um die Phase zu enden und den Überlebenden eine Aufgabe zuzuweisen. Ah, so ist das. Aha, okay. An der Erkundungsstation beauftragst du die Überlebenden damit, in der Nähe liegender Orte nach Ressourcen zur Untersuchung. Das Plündern beginnt, wenn die aktuelle Phase beendet ist. Die Untoten versuchen, die Barrikaden zu durchbrechen. Du konntest sie aufhalten, zumindest dieses Mal. Ah. Okay, Fenster sind Bretter für andere Rasen ungepflegt und trocken. Ja, das ist wichtig, wie der Rasen beschaffen ist. Früher war es das beste Haus in der hässlichsten Straße, aber das ist schon lange her. Zumindest ich den Dietrich. Kühlschränke. In den Küchenschränken und Schublade können Lebensmittel und... Ah, das ist doch gut. Plünderung vorbereiten. Dietrich. Doch, passt. Plündern gehen. Habe ich ihn jetzt geschickt? Ich kann mich gar nichts machen. Die Hitze macht uns fertig. Ah, jetzt bin ich eher. Na? Ist der eine Dude jetzt mit Plündern beschäftigt, oder wie sehe ich das? Ja, ich habe ihm quasi die Mission zugeteilt. Oh. Sag mal. Halt, ich habe ihm noch gar keine Aktion zugewiesen. Ah, ich muss den noch bestätigen, okay. Ich hätte gedacht, ich kann ihm anweisen, das irgendwie zu reparieren oder so. Aber hier haben wir noch was. Aufgabenliste, kleine Reparatur. Oh, wer von beiden ist denn besser in Reparieren? Ich frage mich gerade, ob das die richtige Aufgabenteilung ist. Ich weiß jetzt aber auch gerade nicht, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Egal, dann belassen wir es jetzt dabei. Wir haben eine Aufgabe. Ah ne, es geht wieder, okay. Dann würde ich ihn nämlich, glaube ich, eher hier zum Reparieren schicken. Ja, er erzeugt mehr, ne? So. Genau. Und jetzt nochmal den anderen Dude. Ich erinnere mich dunkel, das ist, glaube ich, schon ein relativ übliches Spielprinzip hier gerade, ne? Nur ich bin das überhaupt nicht gewohnt, darum stelle ich mich gerade ein bisschen dullihaft an. So, plündern gehen. Und jetzt werde ich mal die Aktion bestätigen. Vorsicht, wenn du deinen Überlebenden verlierst, ist der Film immer weg. Hm. Bei State of Decay war das so, ne? Ah, ich gehe jetzt plündern. Ah, bin gespannt. Was kann ich denn so? Ah, ich kann schlagen, das ist gut. Springen kann ich nicht, kann mich ducken. Also schleichen. Viel mehr kann ich nicht, schlagen und schleichen. Ah, ich kann jetzt plündern. Ah,
Könnte nützlich sein. Nee, das hätte ich gern behalten. Ah ja, mit Q alles gut. Sieht echt nett aus, ne? Haben sie schön umgesetzt. Oh. Ist das ein Zombie oder eine trauernde Frau? Oder vielleicht gerade in der Verwandlung? Ich lasse die besser in Ruhe. Sieht hier Einkäufer? Alles nehmen. Ah, er bleibt geduckt, okay. Ich würde mal gerne ausprobieren, ob ich da hinten in den Flur gehen kann. Nee, geht nicht. Gut. Da oben ist ein Zelt auf dem Dach, ne? Oh, hier ist eine Leiter, kann ich die benutzen? Ja. Gut. Ah, oh, interessant. Diese geplatten Griffith und Söhne Eisenbahn, Presbyterianische Kirche Harshaw. Okay. Oh. Oder versucht jemand Kontakt zu finden? Oh, stecken in der Police Station. Okay, soll erstmal nicht unser Problem sein, wir haben eine Mission. Eine ausgerüsteten Waffe. Habe ich eine? Ist das eine Waffe? Ja. Ausrüsten. Nee, jetzt ist sie ausgerüstet, ne? Was sollte ich dann drücken? E? E, ja. Okay, hoffentlich war das wirklich ein Zombie. Und nicht nur ein extrem hungriger Mensch mit einem trockenen Hals. Ah, ich habe jetzt den Dietrich wahrscheinlich verbraucht, ne? Und eine bessere Waffe. Nee, halt, die will ich haben. Ah, er versteht mich nicht. So. Finde ich auch gut animiert. Das hat ein bisschen Retro-Feeling, ist aber nicht verkehrt. Und versteckt zurückkehren. Gut, hier ist Ende im Gelände, okay. Ah, sprinten kann ich übrigens auch. Geil, ne? Okay, jetzt aber wieder schleichen. Soll ich die eigentlich auch umbringen? Kann ich gar nicht. Müsste wahrscheinlich erst aufschrecken. Da ist das wirklich streng 2D. Alles. Okay, aber ich mag es irgendwie. Ich fühle mich noch so ein bisschen unsicher mit den Abläufen und der Steuerung und allem, aber es wirkt wirklich tatsächlich sehr vielversprechend. Mag es irgendwie. Schönes Spiel. Gut, der Teil der Mission wäre erledigt. Ah, und es hat die Nacht begonnen. Ich hoffe, er hat seinen Job gemacht. Die Barrikaden sind erhöht. Ja, wie sieht's aus, Dude? Jetzt müssen wir die Nachtphase vorbereiten, oder? Große Auswahl an preisgünstigen Schallplatten und Bandpostern. Vielleicht liegen doch ein paar nützliche Dinge rum. Das ist die Kirche, die wir gesehen hatten, zum Bedichte mittelmäßig. Hier ist sie niedrig. Das wäre erstmal interessanter, ne? Plünderung vorbereiten. Ich würde sagen, wir nehmen ihn wieder. Ich würde den alten Mann gerne hier lassen. Hm. So. Und ihm müsste ich aber auch noch was zuweisen. Sollen wir ihn vielleicht schlafen legen? Oder vielleicht nochmal die Barrikaden verstärken. Sind aber auch hartnäckig, ne, die Zombies. Wir waren uns hier einig, hier können wir nicht bleiben. Insofern wäre die Frage, wie sinnvoll das ist, nochmal aufzusteuern. Nee, ich finde, wir legen ihn schlafen. Der soll sich erholen.
Damit wir auch möglichst bald hier weg können. So. Genau. Ich habe jetzt so wenig, weil ich auch nicht weiß, kann ich mir das irgendwo hier anzeigen lassen? Deren Charaktereigenschaften, die habe ich nicht so im Blick. Ah, hier haben wir es ja. Kann nur Fraß kochen. Kann alles essen. Wer war der andere Überlebende? Wie kam ich da nochmal hin? Mit E. Überlebender. Was ist denn der andere Überlebende? Achso. So. Und jetzt I. Das zeichnet den aus. Kam weniger Schaden. Ja, das war schon richtig. Erhöhter Schaden beim Ansatz. Hunger nimmt in jeder Phase... Ah, der hat... Stimmt hier. Hungerstatus. Aber andererseits vom... Rumliegen wird es auch nicht besser. Dann können wir ihn auch nochmal auf die Jagd schicken, ne? Ja, komm. Günstige Platten. Mal sehen, ob sich die Zombies nachts anders verhalten. Ich hoffe ja mal, dass nicht. Ah ja, hier war mal ein Versteck. Das heißt aber auch, dass hier höchstwahrscheinlich nicht mehr viel sein wird. Oh, hier haben wir was. Hoffentlich finden wir was zu essen. Aber verbarrikadiert. Gut, den hätten wir uns, denke ich, gern vorzunehmen. Ah, was haben wir denn hier? Ah, nehmen wir doch alles. Wir lassen ihn nochmal eine Ehrenrunde drehen, dass wir ihn in den Rücken fallen können. Ich hoffe mal, hier sieht er uns noch nicht. Oder ist das eine Sie? Nee. Doch, ne? Wird das gut gehen? Ja. Gut gemacht, Leo. Ich hätte nicht gedacht, dass mich so ein 2D-Spiel ein Stück weit in sein Bann zieht. Ah, ich habe sogar eine Taschenlampe. Oh, Moment, hier war was. Ist ein neuer Eindruck so bisher. Gern mal eine Wasserstandsmeldung geben. So, dann kann er hier schlafen. Stören sich auch nicht gegenseitig beim Schnarchen. Oder mit dem Schnarchen. Oh, ein Stück Pistole. Gut. Aber zu essen haben wir nichts gefunden, ne? Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon nicht. Gut. Tja, Leo, das war jetzt leider noch nicht so ergiebig. Ach, da unten war doch noch die verbarrikadierte Tür. Ah, hier ist eine Treppe. Ja, na klar. Oh, hier hängt sogar noch Kleidung. Oh. Okay. Ah, was zu essen gefunden? Ja. Naja, sowas ähnliches. Zucker, Gemüse. Oh, können wir alles nehmen? Nee, ich habe ein Problem mit dem Inventar, ne? Gut, dann schauen wir mal, worauf können wir dann am ehesten verzichten. Ich würde das hier mal freigeben. Holzkiste. Komm, was soll's. So, ach, das war sogar stapelbar. Gut, was haben wir hier noch? Eine Pfanne. Ist jetzt eine Waffe. Vergleich. Ne, ist die Axt schon besser. Dann lasse ich die auch mal hier. Nehm noch das Wasser mit. So, kann ich denn den armen Jungen mal was zu essen geben? Hat das jetzt gegessen? Oder wo ist es hin?
Also da ist es auch nicht mehr. Ich hoffe jetzt mal, er hat es gegessen. Wozu ist das gut? So kann zerlegt werden. So, dann machen wir es so. Achso, sehe ich seinen Status hier vielleicht? Nee. Müssen wir uns überraschen lassen. Warum ist da nicht ein Ausrufezeichen an seiner Axt? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ist das stapelbar? Ja, das hoffentlich auch. Ach so, eine Kiste. Nee, lassen wir hier. Ah, okay. Ja. Und sollen wir jetzt langsam zurück, würde ich sagen. So, wie organisieren wir jetzt aber die Abreise? Angriff der Untoten, okay. Der würde auch gerne mal was essen, wie es scheint. Mir wird leider noch nicht erklärt, wie das funktioniert. Sollte er sich mal darum kümmern. Ah, ich kann gleich für... Ah, ich kann gleich eine ganze Folge machen. Ah, siehst du? Gut. Ich werde ihn erstmal einmal arbeiten lassen. Und Dude, du könntest noch eine Schicht anlegen und danach lege ich dich schlafen. Ah, da ist es. Hat er jetzt was gegessen? Ja, er hat was gegessen. Wie ist es eigentlich mit dir? Also es geht offenbar über I oder Tab. Dann hier einmal drücken. Dann ist da was. Gut, okay. Ja, er ist ausgeschlafen. Gut, dann weisen wir dir auch mal eine Aufgabe zu. Neu. Okay, also Griffith und Söhne klingt etwas interessanter so als Warenhandel. Das hier könnte aber ein Geheimtipp sein, ne? Und es könnte vielleicht auch eine gute neue Basis sein. Ich glaube, ich nehme das. Ach, kann ich noch nicht. Ah, ich kann dahin jetzt mein Versteck verlegen. Das ist doch eine Idee. Ah, okay. Sind wir jetzt umgezogen? Oh, Leo ist erschöpft. In der Werbung kannst du Gegenstände und neue Stationen herstellen, mit denen du dein Versteck erweitern kannst. Stationen sind entscheidend für dein langfristiges Überleben und ziehen mit dir in ein neues Versteck um. Angriff der Untoten. Gut, Leon, wo bist du? Leon sollte sich jetzt mal schlafen legen und der alte Mann... wird jetzt mal die Barrikaden in Ordnung bringen. So. Du schläfst jetzt, genau. Und du wirst die Barrikaden in Ordnung bringen. Da, ne? Okay. Dann legt mal los, Jungs. Leo hat erschöpft verloren. Was soll das heißen? Hat er verloren? Ist er noch erschöpfter? Oder ist er die Erschöpfung los? Okay. Also wenn ich das richtig sehe, das ist halt die gebrochene Barrikade und wir haben noch eine Menge Puffer. Dann werden wir ihn jetzt mal an die Werkbank stellen, dass er uns ein paar nette Sachen baut. Wo war die denn? Ach, die war doch ganz am Anfang, ne? Stand die hier nicht mal? Ah, nee, da oben ist sie, okay.
Okay, also in der vertikalen lag ich richtig, aber in der horizontalen nicht. So, was könnte uns denn mal Schönes... Der kann halt nichts Vernünftiges kochen, ne? Aber ich würde gerne den anderen auf Mission schicken. Oh, Waffenwerkbank Level 1. Ah, wir können die Bank aufwerten, damit wir andere Sachen machen können. Ach genau, wir bauen ja noch gar nichts, sondern erstmal nur... Ah, Dietrich könnten wir gebrauchen. Haben wir nämlich keinen aktuell. Ist das? Ah ja, da brauchen wir noch mehr Ressourcen für. Ich glaube, ich lasse ihn mal das hier machen. Auf Waffen erweitern. Gut. Ja. Was hatte ich ihm jetzt? Achso, den habe ich noch gar nicht zugeteilt, ne? Er könnte jetzt nämlich wieder auf Mission gehen. So, was haben wir denn Schönes? Jetzt haben wir mal die Kirche, ne? Die nehmen wir mit. Beschädigt. Okay, deshalb das Ausrufezeichen. Es wäre halt nett, ein Detail zu haben. Dann nehme ich mal beides mit, falls eins von beiden kaputt geht. Also die Axt kaputt geht, habe ich gleich einen Ersatz. Oder ich lasse die halt zurück. Okay. Dann wollen wir mal. Warum waren wir eigentlich nicht auf Mission? Hatte ich ihn nicht dahin geschickt? Oh, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, ne? Ja, ich habe R nicht gedrückt. Ah, wie dumm. Man muss ja jetzt los. Und wie sieht's mit dem anderen Dude aus? Der könnte uns jetzt noch eine Kochstation bauen. Habe ich nicht genug Ressourcen. Aber einen Dietrich könnte er herstellen, das ist gut. So. Jetzt aber. Er braucht die ganze Nacht für einen Dietrich. Okay. Wie ins... Achso, da muss ich wohl in die Richtung gehen. Oh, ruckeln? Nachlader, Ruckler, was ist das? Auf dieser Pinnwand hängt ein Flugblatt mit folgendem Aufruf. Nehmt nur das mit, was ihr braucht. Lasst Wertsachen und überflüssige Gegenstände zu Hause. Wenn eure Hausnummer aufgerufen wird, begebt euch zum Evakuierungspunkt in eurem Viertel. Das dürfte nicht mehr aktuell sein. Gut, hier ist verbarrikadiert. Was haben wir hier denn Schönes? Ah, sogar Wasser, sehr gut. Wollen wir es wagen? Ja. Oh. Na, was soll's. So, schon mal den Fluchtweg vorbereiten. Wenn es nachher schnell gehen muss. Oh, schön. Junkfood. Besser als nur Junk, ne? Und Medizin, sehr gut. Schon sehr martialisch, ne? Aber was hilft's? Nehmen wir. Also der Ausflug hat sich gelohnt, würde ich sagen. Schon jetzt. Vielleicht sollten wir ihn erledigen, bevor er uns erledigt. So, die Axt ist kaputt. Halb so wild. Jetzt haben wir eine Pfanne. Ist doch auch nett. Ich hatte irgendwie gehofft, ich kann hier raufspringen, aber dann... Muss ich wohl doch in die Treppe benutzen. Ist da jemand nachgerückt? Nee, noch ist alles gut.
Oh, es geht sogar ziemlich weit noch hoch. Oh, da ist jemand drin, ne? Wie konnte ich das mir das denn gerade sichtbar machen? Ah, wenn ich in die Richtung lenke, dann macht er die Tür einen Spalt auf und guckt. Interessant. Gehe ich jetzt erstmal weiter hoch. Hab ja immerhin nur eine Pfanne, um mich zu wehren. Und jetzt bräuchte ich einen Dietrich und hab keinen. Sehr ärgerlich. Der wird noch gebaut. Ja. Die ganze Nacht wird ein Dietrich gebaut. Oh, ich kann ihn vielleicht sogar so gut beobachten. Das ist raffiniert. Böse. Okay. Das mochte ich. Ting, tong, tong. Tot. Oh. Könnte jemand meine Hilfe gebrauchen? Nee, doch nicht. Es klingt eher wütend als hilflos. Oder irgendwie beides, ne? Okay. Okay, einen neuen Ort entdeckt. Alter Ballar, Feuerstation Nummer 8, Feuerwehrstation und Taxway Tankstelle. Ah, so erschließe ich mir neue Orte, okay. Gut, leider muss ich eine Tür verschlossen zurücklassen. Kann sogar die Glocken... Oh. Laufen diese Dämonen immer noch durch die Straßen? Bitte, ich stehe das nicht alleine durch. Das ist Raoul. Bitte, noch eine Nacht hier oben halte ich nicht aus. Stärken, Chemie, Brennerei-Rezepte geben Alkohol. Federfaust, der Schaden durch stumpfe Waffen wird reduziert. Das ist nicht so gut. Nee, der Schaden. Okay, das ist gut. Unsensibler Magen. Okay. Dann habe ich jetzt einen, der kann alles essen. Einen, der kann kaum was essen. Und einer, der will furchtbar viel essen. Den nehmen wir mit, ne? Danke, ich hatte Angst, ich würde hier oben sterben. Raoul, du siehst so ein bisschen hippie-mäßig aus. Das macht dich sympathisch. Komm. Warum die... Ich weiß nicht, was da passiert. Das wäre dumm, ne? Aber es reizt mich so. Ah, was soll ich machen? Es ist nur die Demo. Wir ziehen jetzt dran. Es war lustig, oder, Raoul? Jetzt kommen sie alle her. Jetzt haben wir richtig Spaß. Komm mit. Wo bleibst du denn? Raoul, was ist los? Doch kein Bock? Ja gut, nachdem ich die Glocke getönt habe, hätte ich, glaube ich, als Unbeteiligter auch keinen Bock mehr, noch diesem Irren zu folgen. Ja, soll er machen, was er will. Ich gehe jetzt zurück. Oh, Moment, das geht? Dann probiere ich das da vorne auch nochmal aus. Es wäre deutlich kürzer. Ja, es geht. Ja, doch. Ja. Ah, wieder Teile von der Pistole. Sehr schön. Und kein Raoul. Ja, soll er machen, was er will. Was ist los? Warum gehst du da nicht? Aber hier komme ich hoffentlich rein. Auch nicht. Was meinen jetzt? Shift drücken. Steuerung drücken. Okay. Daryl hat knurrender Magen erlangt und Leo hat knurrender Magen erlangt. Als wir draußen unterwegs waren, fanden wir Hinweise auf eine koordinierte Evakuierung der Zivilbevölkerung in mehreren Stadtvierteln.
Wir sollen uns in der Stadt umsehen und mehr darüber herausfinden. Ruhe bewahren, freigeschalteten Pläne. Also Übersetzung darf gerne noch ein bisschen überarbeitet werden. So, habt ihr alle Hunger? Er nicht? Wie wähle ich denn Raoul an? Achso, ich wähle die mit 1 alle durch, okay. Also Raoul hat ziemlich viel Hunger. Leo auch. Daryl ist noch guter Dinge. Der steht ja auch gut im Futter. Gut, Raoul, dann solltest du erstmal was beißen. Aber er hat einen empfindlichen Magen. Ja, komm, iss mal das. Oh, habe ich ihm beide gegeben? Und warum wird er überhaupt nicht satter? Ah, doch, wird er. Ach, ich habe Essen und Schlafen verwechselt. Gut, Raoul sollte erstmal pennen, würde ich sagen. Der ist völlig durch. Ich werde noch brauchen. Ruhe dich erstmal aus. Gut. So. Wie sieht's mit dir aus? Oh, du hast auch richtig Hunger. Komm, du kannst alle. Nee, der hat doch auch irgendwas mit dem Magen. Nee, der kriegt nur schneller Hunger. Magenverstimmung. Egal. Gegen Übelkeit. So. Problem gelöst. Ah, und unser Dicker, der kann alles essen. Der kriegt dann weiterhin das rohe Fleisch. Der sollte jetzt mal an die Werkbank und uns was Nettes basteln, finde ich. Schauen wir mal. Waffenstation haben wir ja fertig, ne? Wo sind die Waffen? Ich sehe ja keine. Ach hier, den können wir ja mal freischalten. Das würde mich mal interessieren. Bringt uns aktuell zwar nicht so viel. Was könntest du mal machen? Barrikaden stehen noch ganz gut eigentlich, ne? Schicken wir ihn wieder auf eine Mission, würde ich sagen. Lass das. So, wo wollen wir hin? Taxway, mittelmäßig. Hier war Alter Ballar. Das waren die neuen Orte, aber es gab doch irgendeinen Hinweis, ne? War das hier? Von dort kommen wir ja her. Feuerwehrstation Nummer 8, okay. Wir sollten ja in die Innenstadt. Was sehen wir denn? Mögliches Versteck. Wir nehmen mal die. So, und den? Okay. Sehen wir nochmal was Neues. Dieser 80er-Jahres-Style ist auch schön angefangen, ne? Ich glaube, deshalb mag ich das auch irgendwie. Es ist dadurch farbenfroh, ohne irritieren zu, oh Gott, okay? Oh, geht ja gut los. Habe ich eine Alternativwaffe? Nur die. Okay, das habe ich schon mal verbockt. Hier bei diesen Punkten, da kann ich mich verstecken. Das ist ja spannend. Ah, ist jetzt rum, ne? Ich hab's jetzt eh alle niedergeknüppelt. Die scheint oben zu bleiben. Ah, die simulieren auch wirklich so ein bisschen den Hall im Haus. Ich kann die da oben gar nicht so richtig lokalisieren. Also könnte ich nicht, wenn ich sie nicht sehen würde. Oh, okay. Spannend. Kann ich da unterm Tisch durch? Nee. Ich glaube, ich gehe doch erstmal den Weg oben. Die zu erwischen wird nicht leicht.
Ah, doch, wird klappen. Oh, die Schere ist auch schon fast hinüber. Oh, ich hätte vorher gucken müssen. Das muss ich mir echt angewöhnen. Okay, raffiniert. Oh, vernünftige Hose. Ist doch auch mal was. Okay, der Spring sieht auch noch ein bisschen seltsam aus, ne? Egal. Ah, okay. Läuft das rein? Na du? Ich war gar nicht hier. Oh, eine neue Waffe. Sehr gut. Oh, hier war mein Kind. Mindestens eins. Dann lege ich die schon mal ab. Die ist eh so gut wie hinüber. Oh, ich habe einen. Hehe. Sehr gut. Oh. Und eine neue Schere. Gut, worauf wollen wir jetzt verzichten? Was ist das überhaupt? Bier? Bier? Bier. Das ist beides Bier. Ist es nicht stapelbar? Hm. Hundefutter? Hm. Ich das mal ab. Nee. Ja, gut. So machen das. Kann ich hier nicht raus? Ja. Oh. Achso, die im Vordergrund. Die wird mir, glaube ich, gar nicht gefallen. Oh. Okay. Ich zieh weg. Hätte jetzt nicht gerechnet. Okay. So knapp. Ich hatte gerade nackt gelesen. Bei Tag dachte ich auch schon Tag. Okay. Leo hat schon... Achso. Ich wollte sagen, schon wieder. Nee, der hat ja letztes Mal gar nichts bekommen. Gut, Leo. Du kriegst jetzt erstmal Futter. Was haben wir denn für dich? Hundefutter. Hm. Oh, er hat jetzt beides bekommen. Das hat kaum was gebracht. Schon wieder? Okay. Leo kann auch nichts ab. Gut, ich würde jetzt auch sagen, wir haben jetzt schon einige Eindrücke bekommen. Nur noch so für unseren inneren Seelenfrieden legen wir ihn jetzt schlafen. Ihm geben wir jetzt mal ein rohes Steak zu essen. Was ihm nicht so viel bringt, stelle ich gerade fest. Was haben wir noch für dich? Ein Bier vielleicht? Lecker. Und Raoul? Geht's doch gut. Der könnte mal eine Runde auf Missionen, ne? Okay. Ja, aber... Hey, ich bin positiv überrascht. Das macht mir schon Spaß. Sehr behäbig. Aber es hat was. Ist auch schön umgesetzt, sehr stimmungsvoll, optisch ansprechend. Gameplay ist, glaube ich, jede Menge drin. Wir haben jetzt ja wirklich erstmal nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wenn es dann erscheint. Schreibt mir eure Meinung. Wie habt ihr es erlebt? Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.